Darf ich auch 10 Minuten reden, Herr Ude, oder? Wenn Sie so viel zu sagen haben. Also, Herr Ude, erstens, ich bin älter als Sie und ich sehe ja beispielsweise die Zeit zwischen 1945 oder 48, 49 und 62 etwas anders als Sie. Ich glaube, in der Zeit haben wir einen anderen Journalismus gehabt. Ich könnte das auch sozusagen hier belegen. Aber ich will mal auf die Frage der Macht der Medien eingehen, die Sie ja auch angesprochen haben. Das ist ja unser Thema heute. Es gibt mittlerweile in der Geschichtsschreibung und in der Rundfunkgeschichtsschreibung eine weit verbreitete These, vor allen Dingen eines Potsdamer Institutes, die besagt, dass die Mauer am 9. November 1989 nur gefallen sei bei Hans-Joachim Friedrichs um 22.48 Uhr, nach Absprache mit mir, gesagt hat, die Tore sind weit offen. Ich kann das alles bestätigen, aber ich weise sozusagen der Verdacht, der hinter dieser These durchscheint, nämlich, dass die DDR nicht überlebensfähig mehr gewesen sei, sondern nur durch die Medien, durch die Macht der Medien, in diesem Falle des Senders Freies Berlin, dessen Intendant ich zufälligerweise war, nur deswegen gefallen sei. Diese These will ich energisch bestreiten. Sondern wir haben an diesem Abend berichtet, was gewesen ist. Und ich denke, das ist der wesentliche Auftrag von Journalisten, zu berichten, was ist, und nicht etwas sozusagen selbst bewirken zu wollen. Jetzt bin ich wieder beim 9. November 1989. Wenn ich dann anschließend zu meinen alten Freunden nach Thüringen gefahren bin, die ich auch heute noch habe, da waren manche, die hatten in dieser Zeit eine tolle Karriere angelegt über die SED, über die Stasi und Ähnliches. Die sind an diesem 9. November alle um ihre Karriere gebracht worden. Ja, um ihren Lebensinhalt gebracht worden. Die sind gebracht worden, um ihre Chance, sich beruflich zu entwickeln, um ihr Einkommen, vielleicht auch um ihre Pension und ähnliche Sachen. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Wenn ich hier in München über den 9. November 1989 rede, sagen alle, Mensch, das war ein tolles Ereignis. Und prima, dass die Journalisten also sozusagen so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben. Wenn ich zu diesen Freunden komme, und das sind viele, verdammt viele, und es sind immer noch einige, die auch heute noch das Sagen haben, dann sagen die mir, verdammt nochmal, ihr hättet mal besser den Mund gehalten, man hättet nicht sozusagen hier die Entscheider gespielt, sondern ihr hättet uns das allein machen sollen. Vielleicht wäre die DDR, so gibt es einige Leute, die das sagen, ich sagte eben im Institut in Potsdam, vielleicht wäre die DDR da nicht gefallen. Und wenn ich mir dieses angucke, dann muss ich eben doch sagen, wir haben offensichtlich mit allem, was wir tun, ob wir es bewusst tun oder nicht bewusst tun, einen großen Einfluss auf das, was Politik ist. Und eigentlich ist unser Einfluss, ist unser Auftrag nicht, Politik zu machen, sondern dafür haben wir ja mandatierte Leute, von denen ich nur wiederum, und jetzt beende ich es, sagen möchte, die viel zu sehr auf die Medien Rücksicht nehmen und sich zu wenig getrauen, mal ihr eigenes Mandat wahrzunehmen. Es ist ja unser Auftrag, zu berichten und auch die Öffentlichkeit herzustellen zu solchen Ereignissen, egal welche Ereignisse eintreten. Also da willentlich was zurückzuhalten, wie Ihre Gesprächspartner da sich vielleicht gewünscht haben, wäre nicht unser Auftrag gewesen. Jetzt hat Herr Ude gerade gesagt, wir sollen mal nicht so zimperlich sein. Herr Berls, Sie als Leiter des ZDF-Landesstudios, Sie haben es wahrscheinlich mit einer Menge auch Online-Kommentare und Publikumsrückmeldungen zu Ihrer Arbeit zu tun, jetzt mal so aus der Praxis. Es gibt inzwischen ja Shitstorms, Drohungen, Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen gegen Journalistinnen. Wir haben hier eigentlich eingeladen, die konnte leider nicht kommen, Sabrina Hoffmann von der HuffPost, die von einer Leserin angegangen wurde, die ihr gewünscht hat, es ging um die Ausländer- und Zuwanderungsdiskussion, sie wünsche ihr, sie sollte mal von einem Ausländer abends vergewaltigt werden, dann wüsste sie, wovon sie spricht. Herr Berls, jetzt so mal aus der Praxis auch von Journalisten, ist man dazu zimperlich, wenn man sich da dann doch auch gegen so einen Dialog sperrt?